Ja, bei der Kohle kann man dann anfangen. Eigentlich müsste man sowas dann wirklich von oben machen, ne? Also sprich, irgendwo hier oben anfangen, sich da an den Wänden entlang zu hangeln. Da sind ja auch so Möglichkeiten, ne, durchaus vorhanden. Und dann gucken, ob da unten was ist. Das alles beantwortet nach wie vor nicht die Frage, wo wir jetzt Rotstein herkriegen. Wo bin ich hier? Ach, bei der Leiter. Nein, eine Fackel kannst du nicht essen. Drei Brote haben wir noch. Also nochmal. Hier sind die Fackeln rechts. Hier sind die Fackeln links. Da sind die Fackeln links. Da. So. So. Da ist unsere Rotsteinleiter. Bringen wir zu. Das ist nur ein Enderman, den könnte ich, ja, solange ich ihn nicht angucke. Und fall gleich irgendwo runter, vor lauter Enthusiasmus. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Die dumm, die dumm. Und morgen besiegen wir den Enderdrachen. Ne? Wir haben eine Enderperle. Cool. Knochen. Pfeil, der nichts nützt, weil kein Bogen. Eisenerz kommt drüben hin. Wenig Essen. Acht. Machen wir neun, haben wir noch mal drei Brote. Eisen. Ja, jetzt kann man schon einen halben Stack eigentlich braten. Na, wenn man noch rechnen könnte. Halben Stack deswegen, weil das vier Kohle verbraucht. Der Lapis. Ja, wo soll das Zeug hin? Das behalten wir. Na, zunächst einmal glaube ich auch hier zu dem Krimsekrams. Und dann, wir haben nur noch sechs Fackeln. Ich glaube, wir haben ein bisschen ausgeleuchtet. Wo steht denn die Sonne? Schon wieder Hunger. So. Bitte was? Der steht da im Schatten rum. Der hat uns noch nicht mal gesehen. Jetzt schon. Ja. So. Aber einen Bogen hat er nicht zufällig fallen lassen. Noch jemand, der Ärger will? Bin gerade in Stimmung. Na, ist auch ein Grund, ein paar Bäume zu fällen. Das bedeutet dann immer, dass hier weniger Schatten ist. Zunächst einmal ist das Weizen hier dran. Und zwar Weizen erntet man mit Brot traditionellerweise, möglichst ohne die Felder aufzubuddeln. So. Es ist schade, dass das hier so ruckelt. Ich muss, glaube ich, die Aufnahme dann auch mal beenden.
Einfach weil ich das Gefühl habe, je länger das hier dauert, umso schlechter wird die Qualität des Spiels selbst und dann auch entsprechende Aufnahme. Also jetzt, was die rein technische Seite anbelangt. Ihr versteht sich ja sehr viel besser als ich, was ich meine. Ihr wisst also schon. So. Gleich wieder neu pflanzen. Wenn wir ja alles brauchen. Also mache ich hier noch irgendwie die Weizenfelder fertig und dann lasse ich es gut sein für heute. Und nächstes Mal gehen wir dann runter und holen Rotstein. Stehe ich im Wasser? Nee, bin schon wieder rausgehüpft. Na. So. Eine Ebene hätten wir. Man kann das Zeug hier auch mit Grassamen verprügeln. Das geht auch. Funktioniert eigentlich super. Und gibt noch mehr Grassamen. Man muss natürlich trotzdem hinlaufen, um das Zeug einzusammeln. Die Grassamen einzusammeln und so. So, habe ich das wieder abgehauen hier? Oder gar nicht erst dran gemacht? Natürlich ist Gewalt keine Lösung. Aber manchmal gibt es keinen anderen Ausweg. Glaubt ihr das? Ich weiß ja nicht. Dingen, wann darf man das denn behaupten, dass es keinen anderen Ausweg gibt? Und wer darf das behaupten? In welcher Machtposition darf man sitzen? Oder in welcher Ohnmachtposition muss man sein, um behaupten zu können, dass nur noch Gewalt hilft? Ich glaube, es wird spät. So, so, so. Hier ist tatsächlich etwas noch nicht fertig. Sieht aber blöd aus, wenn ich es stehen lasse. Komm, weg mit dir. Bin ich mal verschwenderisch heute. Wo steht eigentlich die Sonne? Na, ein bisschen geht noch. Gerade Mittag durch. Ich brauche hier gar nicht so drüber hüpfen, weil hier runter kann ja auch Zeugs gefallen sein. Und außerdem, statt drauf zu hauen, nehmen wir lieber aus der Kiste das Zeug hier raus. Da liegt noch was rum und da hinten vermutlich auch. Und ich habe keine Hacke, um dieses eine Feld, das mich schon in den letzten Aufnahmen eigentlich gestört hat, dieses zu harken. Ach, hier müssen wir noch durch. So. Dann haben wir es ja auch gleich. Ja, wie man sich so dran gewöhnt, ne? Irgendwie vor sich hin zu sterben und am nächsten Tag einfach mal hier ein paar Samen in die Erde zu streuen. Klar ist das normal. Aber ärgerlich. Ich trauere immer noch unseren Sachen da hinterher. Das war nicht Plan. Schön. Die Samen kommen hier runter.
Wir gehen zwar wahrscheinlich, ach du je, sind das viele. Wir gehen wahrscheinlich recht selten hier an diese Kiste. Aber die ist eigentlich ganz gut erreichbar. Und weil wir nämlich doch so viele Bücher haben wollen werden, nehme ich hier auch mal ein bisschen von dem Zeug mit. Damit das auch schon mal nachwachsen kann. Weiß gar nicht, soll ich da nochmal irgendwie vier so hinpflanzen? Eins, zwei, drei und vier. Wieso nicht? Gibt dann doppelte Ernte. Oder so. Kuchen kann man daraus auch machen. Ja, sonst ist hier nichts, ne? Erstmal. Vor allen Dingen ist hier kein Rotstein. Nach wie vor. Guck mal, und das war relativ rechtzeitig hier, weil letztes Brot. Pfeil haben wir aber tatsächlich keinen Bogen. Nee, leider nicht. Knochen hätten wir. Knochen für Hunde. Was? Wieso tust du das? Ach, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So. So ist gut. Ah, das ist das Abendrot. Ich dachte, wieso hängen die Kürbisse so hoch? Gute Nacht und bis dann.